Herzlich willkommen beim Webinar der BARMER zur Digitalisierung der Krankschreibung. Nach dem abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren fiel am 1. Oktober 2021 der Startschuss für das Verfahren der EAU für alle Praxen, die bereits technisch ausgestattet waren. Bis zum 30.06.2022 hatten die Praxen Zeit, die technischen Voraussetzungen für die Übermittlung der EAU zu implementieren. Als wichtigster Part ist hier der Anschluss an die sogenannte Telematik-Infrastruktur zu nennen. Diese bildet mit ihrer sicheren Leitung die Schnittstelle zwischen Arztpraxis, Krankenhäusern und Krankenkassen. So lief bis zur verpflichtenden Einführung zum 1.07.2022 ein Parallelbetrieb von digitalen Krankschreibungen und den altbekannten gelben Scheinen. Ab dem 1. Januar 2023 startet nun die nächste Stufe in der Digitalisierung der Krankschreibung. Mit Beginn des neuen Jahres sind damit auch die Unternehmen verpflichtet, in das Verfahren einzusteigen. Zukünftig erhalten Unternehmen die Nachweise ihrer gesetzlich versicherten Mitarbeitenden auch auf digitalem Weg. In der Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31.12.2022 hatten alle Unternehmen die Möglichkeit, freiwillig an einer Pilotierung des neuen Verfahrens teilzunehmen und die eigenen Systeme diesbezüglich auf Herz und Nieren zu prüfen. Hierfür konnte die Personalabteilung die Krankschreibung ihrer Mitarbeitenden bereits vor der verpflichtenden Einführung über das neue digitale Verfahren abfragen und mit unseren Rückmeldungen abgleichen. Natürlich wird das Verfahren der EAU stetig weiterentwickelt. So können voraussichtlich ab Mitte 2023 auch Zeiträume von Rehabilitations- oder Vorsorgemaßnahmen über das Arbeitgeberverfahren abgefragt werden. 2024 treten die Agenturen für Arbeit dann in das Verfahren ein. Das waren jetzt zu Beginn viele Daten, viele Fakten. Ich würde sagen, wir schauen uns den Ablauf des Verfahrens doch einfach mal an. Unsere Versicherte Anne hat starke Rückenschmerzen und kann nicht arbeiten gehen. Sie benötigt ärztliche Hilfe und sucht deshalb ihren Hausarzt auf. Nach einer eingehenden Untersuchung stellt er eine Arbeitsunfähigkeit für den Zeitraum vom 9. Januar bis 16. Januar 2023 fest. Neben einem Rezept für ein schmerz- und entzündungshemmendes Medikament erhält Anne nur noch eine Bescheinigung über die Dauer ihrer Arbeitsunfähigkeit. Diese ist ausschließlich für Annes Unterlagen bestimmt, denn ihr Hausarzt nutzt bereits die EAU. Anne informiert ihren Arbeitgeber unverzüglich über ihre Arbeitsunfähigkeit, zum Beispiel telefonisch. Die Arztpraxis gibt unterdessen eine elektronische Meldung an die BARMER ab. Die BARMER prüft die bei ihr eingegangenen Daten und überträgt diese in ihr System. Die BARMER bestätigt damit die Krankschreibung, indem sie die AU-Daten zur AU-Zeit von Anne für ihren Arbeitgeber zum Abruf bereitstellt. Um einen Nachweis zur telefonischen Krankschreibung von Anne zu bekommen, sendet die Personalabteilung am Folgetag eine Datenabfrage an die BARMER. Da die Daten der BARMER bereits vorliegen, erhält der Arbeitgeber noch am gleichen Tag die Rückmeldung zu Annes AU-Zeit. Übrigens, auch Anne kann den Dateneingang der EAU bei der BARMER nachvollziehen. Über den Kompass, einer Funktion der BARMER-App, ist sie immer vollständig informiert. Nachdem wir Ihnen nun die Grundsätze und den Ablauf des digitalen Übermittlungsverfahrens vorgestellt haben, bleibt die Frage, welche Vorteile hat denn tatsächlich jetzt diese EAU? Unserer Ansicht nach gibt es einige zentrale Aspekte der EAU, die tatsächlich jedem Verfahrensbeteiligten helfen werden. Die EAU ist einfach einfacher, denn durch die direkte Übermittlung erspart dies die postalische Einreichung bei Ihnen als Unternehmen und natürlich auch bei uns als Krankenkasse. Die EAU ist auch schneller, denn durch die digitale Übermittlung erhalten alle Beteiligten die Daten unmittelbar sofort. Aber vor allem ist sie sicherer. Zu jeder Zeit steht der Datenschutz im Fokus des gesamten Verfahrens. Und natürlich sorgt die EAU auch für eine korrekte Datenlage bei allen Beteiligten.
Vorbei sind Zeiten von nicht eingereichten Krankschreibungen oder von Lesefehlern bei der Digitalisierung. Dies wird in Zukunft auch Ihre Vorerkrankungsprüfungen deutlich erleichtern. Wie gesagt, schaffen wir schon jetzt völlige Datentransparenz. Denn dank der Barmer-App können unsere Versicherten die Daten von arztpraxisübermittelten EAUs einsehen und vollständig nachvollziehen. Was gilt es für Sie als Unternehmen mit der Einführung des neuen Arbeitgeberverfahrens denn jetzt genau zu beachten? Um am für alle Arbeitgeber verpflichtenden Verfahren teilzunehmen, wird ein Update Ihrer Software notwendig sein. Sprechen Sie hierzu einfach Ihren Softwarehersteller an. Das Update für SVNet, der von der Gematik grundsätzlich kostenlos zur Verfügung gestellten Software des Herstellers ITSG, steht beispielsweise bereits schon zur Verfügung. Achten Sie auf eine zeitnahe Umstellung, denn eine Rückmeldung der AU-Daten kann ab 2023 ausschließlich elektronisch erfolgen. Nicht nur die AU-Zeiten für Ihre versicherungspflichtig Beschäftigten, sondern auch die der geringfügig Beschäftigten können Sie ab 2023 bei der Krankenkasse Ihrer Mitarbeitenden abfragen. Lediglich privat versicherte Beschäftigte bleiben bei dem Verfahren außen vor. Neben Daten aus EAUs können auch eingehende Papierbescheinigungen und Zeiten von Krankenhausaufenthalten abgefragt werden. Doch was beinhaltet eigentlich die Rückmeldung der Krankenkasse? Ist sie identisch mit der bislang bekannten Papierbescheinigung? Nein, nicht ganz. Anders als auf den Papierkrankschreibungen bekommen Sie als Unternehmen keine Informationen mehr über die ausstellende Praxis. Je nach zugrunde liegendem Sachverhalt wird Ihnen die Bescheinigungsart, also ob Erst- oder Folgebescheinigung vorliegt, das Ausstellungsdatum sowie das Bisdatum der Arbeitsunfähigkeit, das Aufnahme- und das voraussichtliche bzw. tatsächliche Entlassdatum aus einer Krankenhausbehandlung mitgeteilt. Und natürlich, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt. Auch wenn durch die EAU der eigentliche Prozess der Übermittlung komplett digitalisiert wird, bleibt für alle Versicherten die Meldung ihrer Arbeitsunfähigkeit an das Unternehmen weiterhin bestehen. Nur mit einer Information an den Betrieb über das tatsächliche Vorliegen der Arbeitsunfähigkeit wird der Entgeltfortzahlungsanspruch nicht gefährdet. Gibt es denn auch bestimmte Bedingungen, die über eine Abfrage bei AU-Zeiten bei den Krankenkassen einzuhalten sind? Natürlich gibt es die. Jede Abfrage muss auf Grundlage eines Anlasses erstellt werden und darf nur auf Basis der Informationen erfolgen, die dem Unternehmen durch seine Mitarbeitenden mitgeteilt werden. Und selbstverständlich dürfen Sie nur Zeiten für Ihre Beschäftigten abfragen. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass, wenn die erste Abfrage erstellt wurde, alle weiter eingehenden und im Zusammenhang stehenden Zeiten nicht automatisch zurückgemeldet werden. Jede Arbeitsunfähigkeitszeit muss separat abgefragt werden. Gleichzeitig ist die Abfrage aber nicht nur auf den Zeitraum der Entgeltfortzahlung beschränkt. Abfragen an die Krankenkasse können auch darüber hinaus erfolgen. Wie müssen Sie sich das in der Praxis jetzt genau vorstellen? Am besten blicken wir einmal auf ein Ablaufschema, wie so eine Arbeitgeberabfrage tatsächlich aussieht. Mit Eingang Ihrer Abfrage startet eine Art Basisprüfung. Sie beinhaltet neben der Versichertenprüfung auch die Prüfung der Arbeitgeberberechtigung. Sprich, ist die betroffene Person bis zum Zeitpunkt der Arbeitsunfähigkeit bei der Barmer versichert und sind Sie zu diesem Zeitpunkt Arbeitgeber dieser Person? Nach erfolgreicher Basisprüfung, hier mit einem hellgrünen Pfeil dargestellt, erfolgt die fachliche Prüfung Ihrer Abfrage. In dieser wird das gemeldete Abdatum Ihrer Abfrage mit dem Datenbestand der Barmer abgeglichen. Aber zu Beginn noch einige wichtige Informationen diesbezüglich. Wenn im Datenaustausch vom Feld Abdatum Arbeitgeber gesprochen wird, können hier drei Varianten möglich sein. Bei einer erstmaligen Krankschreibung ist tatsächlich der Beginn der Arbeitsunfähigkeit gemeint.
Erfolgt die Abfrage für eine Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit, ist das Feststellungsdatum dieser im Feld Abdatum Arbeitgeber anzugeben. Handelt es sich um eine Krankenhausbehandlung, ist das Feld immer mit dem Aufnahmedatum zu befüllen. Dementsprechend wird im ersten Schritt geprüft, ob das gemeldete Abdatum identisch mit einer uns vorliegenden Krankschreibung, einem Feststellungsdatum oder einer Krankenhausaufnahme ist. Ist dies nicht der Fall, prüfen wir im nächsten Schritt, ob das Abdatum mit einer laufenden AU-Zeitraum zusammenfällt. Sollte auch diese Prüfung negativ ausfallen, erfolgt die Prüfung ausgehend von Ihrem gemeldeten Abdatum 5 Tage in die Zukunft. Liegt eine Krankschreibung nun innerhalb dieses erweiterten Prüfzeitpunktes, erhalten Sie eine positive Rückmeldung, auch wenn dieser nicht exakt mit dem abgefragten AU-Datum übereinstimmt. Diese Prüfkaskade ermöglicht uns eine für Sie größtmögliche Trefferquote. Hierdurch kann es jedoch dazu kommen, dass Sie für eine Abfrage mehrere Zeiträume zurückgemeldet bekommen, da mehrere Zeiten auf die erweiterten Suchkriterien zutreffen. Wurde trotz unserer Prüfung kein treffender AU-Zeitraum gefunden, erhalten Sie auch hierüber eine Mitteilung. Hier ist zwischen einer Zwischen- und einer abschließenden Meldung zu unterscheiden. Nach der ersten negativen Fachprüfung, also wenn kein Arbeitsunfähigkeitszeitraum gefunden werden konnte, erhalten Sie eine Zwischenmeldung mit dem Meldegrund 4. In den nächsten 14 Tagen prüfen wir jedoch täglich, ob nicht doch eine passende Krankschreibung bei uns eingeht oder eingegangen ist. In diesen 14 Tagen müssen Sie als Unternehmen tatsächlich nichts tun. Sie warten ausschließlich auf eine Rückmeldung von uns. In dieser Zeit bleibt der Anspruch Ihres Mitarbeitenden auf die Entgeltfortzahlung unberührt. Im Rahmen der erneuten Fachprüfung erhalten Sie keine weiteren Zwischennachrichten. Wurden während der Frist passende AU-Zeiten gefunden, bekommen Sie diese natürlich zurückgemeldet. Fällt aber die erneute Fachprüfung am Ende der 14-Tagesfrist abschließend negativ aus, erfolgt im Anschluss die Abschlussmeldung an Sie. Diese abschließende Meldung erfolgt immer dann, wenn die Prüfung auf unserer Seite komplett beendet ist. Dies ist zum Beispiel auch bei einer negativen versicherten Prüfung oder Arbeitgeberberechtigung der Fall. Mit unserer abschließenden Negativmeldung ist leider ein To-Do für Sie verbunden. Je nach Rückmeldegrund wäre zum Beispiel mit Ihrem Mitarbeitenden die Versicherung zu prüfen, die gemeldeten AU-Daten abzugleichen oder ein möglicher Papiernachweis anzufordern. Mit den neuen Daten können Sie dann anschließend eine neue Abfrage bei uns starten. Dann beginnt der eben dargestellte Ablauf erneut. Abschließend zeigen wir Ihnen anhand einiger Fallkonstellationen, wie mögliche Abfragen und Rückmeldungen aussehen können. In unserem ersten Beispiel erfolgte kein Arztbesuch. Dementsprechend wurde auch keine Krankschreibung übermittelt. Die Krankmeldung des Mitarbeitenden erfolgte am 9.01. persönlich an das Personalbüro. Da keine Krankschreibung ausgestellt wurde, ist in diesem Fall von Ihnen keine Abfrage zu tätigen. Würden Sie dennoch eine Abfrage stellen, bekämen Sie zuerst eine Zwischenmeldung und nach der 14-Tagesfrist eine abschließende Meldung, dass eben keine passende Krankschreibung vorliegt. Im nächsten Beispiel erfolgte die persönliche Krankmeldung ebenfalls am 9.01. Jedoch wurde hier nun eine Krankschreibung erstellt und auch an die Barmer übermittelt. Eine Abfrage des Arbeitgebers ist also notwendig. Da es sich um eine erstmalige Krankmeldung handelt, ist das Feld Abdatum Arbeitgeber mit dem Datum der erstmaligen Krankmeldung zu füllen, dem 9.01. Als frühestmöglichen Abfragetag empfehlen wir immer den Tag nach AU-Beginn, also den 10.01. Entsprechend der bei der Krankenkasse gemeldeten Daten sähe die Antwort dann wie folgt aus.
das AU-Beginndatum bei Ihnen als Arbeitgeber würden wir 1:1 in die Datenmeldung übernehmen. Als Bescheinigungsart würde Erstbescheinigung übermittelt werden und das Beginndatum bei der Krankenkasse sowie das Feststellungsdatum wären ebenfalls der 9.1. Als voraussichtliches Endedatum würden wir in diesem Beispiel den 16.1. übermitteln. Kommen wir zum dritten Beispiel. In diesem wurde der Mitarbeitende nach der Arbeit erst krankgeschrieben. Die persönliche Krankmeldung beim Arbeitgeber erfolgte am Folgetag, also dem 10.1. Die Abfrage des Arbeitgebers trägt also das Beginndatum 10.1. und würde am Folgetag, also dem 11.1. bei uns gestellt werden. Entgegen dem vom Arbeitgeber übermittelten Beginndatum würden wir als Krankenkasse das Beginndatum mit dem 9.1. zurückmelden. Auch das Feststellungsdatum melden wir hier mit dem 9.1. zurück. Kommen wir zum vierten Beispiel. Dieses ist eine Erweiterung des Beispiels Nummer 2. Der Mitarbeiter lässt sich einfach weiter krankschreiben. Nach dem Ende der bisherigen Krankschreibung erfolgte ein erneuter Arztbesuch, eine erneute Untersuchung und die Arbeitsunfähigkeit wurde bis zum 19.1. verlängert. Da die bisherige Krankschreibung bis zum 16.1. erfolgte, müssen Sie als Arbeitgeber von einem erneuten Arztbesuch spätestens am 17.1. ausgehen. Die Abfrage des Arbeitgebers erfolgt daher am 18.1. im Folgetag. Der 17.1. stellt auch gleichzeitig das Beginndatum des Arbeitgebers seiner Abfrage dar. Es handelt sich ja um eine Folgebescheinigung. In unserer Antwort ist eine wichtige Besonderheit zu beachten. Da es sich um eine Folgekrankschreibung handelt, bleibt das Feld ab Datum Beginn der Krankenkasse tatsächlich leer, weil es sich um eine durchgehende Arbeitsunfähigkeit handelt. Die restlichen Daten der Abfrage entsprechen dem bekannten Schema. War der Mitarbeitende bereits am letzten Tag seiner Arbeitsunfähigkeit in der Arztpraxis, würden sich am Beispiel kaum was ändern. Lediglich die Rückmeldung der Krankenkasse würde das abweichende Feststellungsdatum enthalten. Auch bei einem viel früheren, erneuten Arztbesuch würde sich lediglich in unserer Antwort das Feststellungsdatum ändern. Abweichend zur Abfrage des Arbeitgebers, der weiterhin von einer Feststellung am 17.01. ausgehen muss, erhält die Rückmeldung der Krankenkasse das tatsächliche Feststellungsdatum, in diesem Beispiel den 11.01. Kommen wir nun zu einer anderen Konstellation. Wie nur eine neue Erkrankung direkt im Anschluss an eine bestehende Arbeitsunfähigkeit im EAU-Verfahren aussieht, zeigen wir in diesem Beispiel Nummer 7. Ihr Mitarbeiter war bis einschließlich 13.01. krankgeschrieben. Im Anschluss daran geht er erneut in die Praxis und lässt sich wieder krankschreiben. Da es sich um eine andere Erkrankung handelt und bei ihm am Wochenende Arbeitsfähigkeit bestand, wird vom Arzt keine durchgehende Krankschreibung, sondern eine neue Erstbescheinigung ausgestellt und übermittelt. Anhand der persönlichen Krankmeldung im Personalbüro können Sie jedoch diesen Umstand nicht wissen. Daher fragen Sie mit einem AU-Abdatum vom 14.01., dem Tag nach Ablauf der vorherigen AU-Zeit, die neue AU bei uns an. In unserer Antwort wird die Fallkonstellation der neuen Erkrankung daraus sichtbar, dass wir Ihnen eine Bescheinigungsart Erstbescheinigung übermitteln, sowie als Beginndatum der AU und das Feststellungsdatum mit dem 16.01. zurückmelden. Noch eine kleine Anmerkung zu dieser Fallkonstellation, die wir eben gerade beschrieben haben. Ob es sich bei der ersten AU-Zeit um eine Vorerkrankung handelt und gegebenenfalls nur eine verkürzte Entgeltvorzahlung ab 16.01. durch Sie geleistet werden muss, können Sie im bekannten Datenaustausch Entgeltersatzleistungen anfragen. Im Beispiel Nummer 8 besteht wiederum seit 9.1. Arbeitsunfähigkeit. Auf der aktuellen Folgebescheinigung wurde diese bis zum 27.2. bestätigt. Der nächste Arztbesuch wäre also am 28.2. notwendig gewesen. Leider hat der Mitarbeitende diesen Termin jedoch versäumt und ist erst am 3.3. in die Praxis gegangen.
Auf Ihre korrekt gestellte Anfrage vom 1.3. antworten wir daher nur mit einer Zwischennachricht, dass eben noch keine AU-Daten vorliegen. Sobald die verspätete Krankschreibung eingeht, erhalten Sie von uns dann eine positive Abschlussmeldung mit dem Feststellungsdatum 3.3., dem Tag des Arztbesuches. In unserer letzten Fallkonstellation zeigen wir Ihnen ein Beispiel für eine negative Abschlussnachricht. Wie im vorherigen Fall auch, hat hier der Mitarbeitende leider den korrekten Zeitpunkt der weiteren AU-Feststellung verpasst. Statt am 28.02. geht er erst am 7.03. in die Praxis und erhält eine Folgekrankschreibung. Da der 7.03. auch außerhalb des von uns erweiterten Prüfzeitpunkts liegt, erfolgt trotz vorliegender Krankschreibung bis 19.03. keine positive Rückmeldung an Sie. Nach der Zwischennachricht folgt nach 14 Tagen die Negativmeldung unsererseits. In diesem Fall wäre nun eine Rücksprache mit Ihrem Mitarbeitenden erforderlich. Nach Klärung können Sie dann eine erneute Abfrage starten. Diesmal mit dem Abdatum 7.3. Eine positive Antwort würden Sie dann wahrscheinlich sogar noch taggleich erhalten. Alle heutigen und zusätzlichen Informationen finden Sie auch nochmal zum Abruf auf unserer Webseite www.barmer.de/Firmenkunden. Wir bedanken uns für Ihre Zeit und wünschen Ihnen im Namen der Barmer einen erfolgreichen Start in das neue Arbeitgeberverfahren.